Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Dieser Vlog findet auf Mauritius statt, beziehungsweise ist es Teil 1 auf dem Weg nach Mauritius. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Zeig mal. Finest in fashion, drop one. Sollst du mal vielleicht bügeln? Das willst du auf Mauritius anziehen? Nein, Mann. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie das ist. Wie das sich anfühlt. Die ist aber bewusst, dass wir nicht mehr viel Zeit haben, weil wir ins Kino gehen. So eine gute Qualität anzuhaben. Frau Wilker, wie fühlen Sie sich 24 Stunden vor Abflug? Oh, ich bin gestresst, weil mein Mann mich stresst, weil der Last-Minute-Packnummer macht. Wie geht's dir? Gut, und dir? 24 Stunden vor Abflug? Mhm. Bist du aufgeregt? Nee, du? Ich war vor 3 Jahren da. Wie lange du? Vor 6 Jahren. Ehrlich? Ja, das heißt 7 Jahre, 2016 zuletzt. Daddy? Was denn? Ist das der richtige Reisepass in deiner Tasche? Ja, wieso? Der ist abgelaufen. Nein. Doch? Nein. Doch, guck doch auf das Datum. Ich weiß, da hast du nicht abgelaufen. Schade. Kurze Storytime. Wie oft ist das passiert mit dem abgelaufenen Reisepass? Zweimal. Ich glaube zweimal. Also wir sind schon mehrere Mal nach Mauritius geflogen und jedes Mal war von irgendwem der Reisepass abgelaufen. Es ist so, dass wenn man nach Mauritius fliegt. Warst du sogar einfach von hier? Ich kann sein, ich weiß es nicht mir, mehr. Von mir, aber ich war klein, ich kann ja selber nicht drauf achten. Ja, ja, der muss mindestens, ich glaube, ein halbes Jahr gültig sein. Also der muss halt ein halbes Jahr gültig sein, wenn du nach Mauritius fliegst. Und das war halt zweimal der Fall. Mein Vater musste einmal wirklich so kurz vor knapp, ist er dann zur Behörde gefahren, hat dann auf schnelle Welle sich einen vorübergehenden Reisepass und hat es gerade noch so geschafft. Hat sich einen Taxifahrer gepackt und gesagt, ich gebe dir alles Geld der Welt, bring mich so schnell wie möglich zur Behörde und wieder zurück. Es war Cheyenne, sie haben es gerade rausgefunden. Guck mal, wie sie aussah. Voll fix. Einfach Räuber gewesen, Digga. Very important. Ja, seid ihr bereit? Welcher Dödel trägt eigentlich die Tasche hier unten? Das trägt man jetzt so. Also, um mal ein Klammer aufzuklären, mein Vater wollte die erstmal hier machen, ne? So eine Muschitasche quasi. Dann habe ich ihn aufgeklärt, dass man es heutzutage nicht mehr so trägt. Dann habe ich es kurz umgeändert. Ja, wollen wir los? Okay, guck, hat er von mir gelernt. Wollt ihr zum Abschied noch mal kurz was sagen, was ihr hier in Deutschland lassen wollt? Ja, die Sorgen. Bon voyage. Bon voyage, okay. Anna sagt, sie will das alles tragen. Ja. Ne? Das sind ihre Handgepäckskoffer. Und ihr großer Koffer, den gibt sie in aber auch. Handtasche. Das muss sie alles tragen, das wiegt schon 10 Kilo gefühlt. So, ich sage, sie wird heulen heute. Wenn sie heulen wird, merkt euch das, ne? Ich will das sowieso nicht reinschneiden dann. Ha! Ja. Wir sind am Flughafen, Leute. Und meine Eltern sind einfach schon ohne uns vorgegangen. Okay, vielleicht habe ich doch ein bisschen viel Gepäck mitgenommen. Ja, Digga! Leute, direkt erstes Problem. Ich habe 4 Kilo zu viel und das würde mich 150 Euro kosten. Jetzt habe ich mir gerade einen Handgepäckskoffer gekauft, weil mein Vater kein Handgepäck hat und werde jetzt ein bisschen was davon da rein tun. Jenna, ja? Wie geht's dir? Mhm. Und Übergepäck? Wie viel Kilo hast du? Wie viel darfst du? 23, ich hab 27. Und wer hat dir vorhin gesagt, wiegt dein Koffer? Sag, ich will's hören. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Wir haben es geschafft. Mein Vater muss zum 28. Mal irgendwie gerade irgendwie auf Klo, weil er richtig viel getrunken hat, weil er das letzte Mal, als er geflogen ist. Was hat er denn nochmal? Kopfschmerzen, ne? Wer? Daddy? So einen Druck auf den Kopf, ja. Ja, genau. Und deshalb hat er jetzt diesmal extra viel getrunken, damit sowas nicht passiert. Ja, in 20 Minuten, ungefähr einer halben Stunde ist das Boarding. Und dann geht es bei uns erstmal nach Zürich. Und dann müssen wir 2 Stunden warten. Und von Zürich geht es dann weiter nach Mauritius. Bye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Okay, Leute, wir sind jetzt in Zürich gelandet. Ich habe ultra Hunger. Ich bin auch wirklich richtig müde. Und ich muss auch ins Klo. Und es ist irgendwie gerade alles richtig viel. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass wir jetzt noch keine Ahnung wie viele Stunden fliegen müssen, könnte ich kotzen. Aber ich hoffe, es wird ein angenehmer Flug und ich kann jetzt ein bisschen schlafen. Hier gibt es aber leider nur ein Burger King. Hat mein Vater gerade rausgefunden. Aber wir gehen nicht zu Burger King. Warum nicht? Sag mal, warum nicht? Wegen der Ungeziefer. Ja, und warum noch nicht? Warum noch nicht? Als ich das letzte Mal geflogen war, hatte ich eine Lebensmittelvergiftung von Burger King. Einen Tag davor. War das Burger King? Ja, das war Burger King. Darf der Vater mal zu verarschen? Verarsche ich alles, das ist mein Job. Ja, genau, das ist der Job. Ist Komiker oder was? Ja. Ja, wer wüsste ich aber. Komiker sind witzig. Ja, ich habe über meinen Witz gelacht, von daher.
Ja, die Hauptsache, du kannst darüber lachen. Was ich sagen wollte, eigentlich wollten wir ja nicht zu Burger King, aber wir sind trotzdem zu Burger King gegangen. Wenn ich jetzt diesmal wieder eine Lebensmittel vergiftet habe, ist es eure Schuld diesmal und nicht meine. Du hättest ja nichts essen müssen. Mein Crispy Chicken hat ein bisschen komisch geschmeckt, aber ich weiß nicht, ob es mir eingebildet hat. Meine Mutter sagt, der hat normal geschmeckt. Leute, wir sitzen im Flieger und Ratma, Familie-Videocall sitzt zusammen. Also ich habe jetzt gerade meinen geilen Fensterplatz ausgetauscht, damit ich mit euch dieses Flugerlebnis erleben kann. Kannst du gerne den Fensterplatz wieder nehmen? Nee. Also, dein geilen Fensterplatz. Ich sag ehrlich, Fenster wäre schon geil gewesen. Ja, hier kannst du das Flugzeug sehen. Vielleicht Rückflug einfach dann. Ne? Dann setz ich, wenn dieser Flug hier nicht funktioniert, dann Rückflug einfach. Und dann guten Appetit, ne? Was isst du? Kalbswurst mit Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. Und ihr? Esst genau das gleiche? Mega, ey. Ja. Ich bin die Einzige, die Käse-Makaroni hat. Weil ich weiß, was gut ist. Lecker. Lecker? Besser als Essen auf Mauritius? Ja, ja, ne? Absolut. Hey, das ist jetzt 4:07. Ich habe so knapp 3 Stunden gepennt. Jetzt bin ich gerade wieder wach, weil die Position war nicht ganz so geil. Auch wir befinden uns gerade. Ich zeige euch mal, wo wir gerade sind. Voll beschissen aus, weil ich es weggegessen habe. Ja. Besser als Business Class bestimmt. Bestimmt, auf jeden Fall. Schön. Sagt meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Ich begrüße Sie recht herzlich auf dem Flug Switzerland Mauritius. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Flug. Wir landen jetzt gleich wo? Seychellen. Ja. Die Deutschen sagen. Seychellen. Sie machen, was sich fokussiert. Und dann warten wir eine Stunde, glaube ich, ungefähr, dann fliege weiter. Ich hoffe, dass dann ja, keine neuen Leute zusteigen, damit wir uns einen anderen Platz suchen können. In Ruhe irgendwo hinsetzen kann und aus dem Fenster gucken kann. Ich habe mich jetzt einfach gerade mal umgesetzt, weil hier ist ein bisschen mehr Platz, weil ganz viele Leute auf den Seychellen ausgestiegen sind. Und wir warten jetzt. Jetzt wurde gerade angesagt, dass ein Passagier medizinische Hilfe braucht. Ich hoffe, das verzögert das Ganze jetzt nicht. Natürlich hoffe ich auch, dass es dem Patienten, also dem Menschen gut geht, aber ja, ist alles irgendwie nicht so geil, glaube ich. Ja. Jetzt kommt die Nervensäge auch noch hier zu mir, Digga. Wer? Ich bin gerade abgehauen. Wie lange jetzt? Es ist in Deutschland 11:21 Uhr und in Paris, also in Mauritius, 10:21 Uhr. Wir sind gelandet und mein Onkel holt uns ab und er macht schon wieder die ganze Zeit Faxen. Wir müssen noch Geld wechseln. Ja, ja. Komm. Wir sind in Mauritius, Leute. Und natürlich habe ich mein Versprechen nicht gehalten. Mein Vater muss meinen Koffer tragen. Cheyenne, würdest du sagen? Würdest du sagen? Das Wetter ist nicht gut. Nein, würdest du sagen, ich hatte recht, dass du recht hattest? Ja. Mach mal auf. Das sind richtige Litschis, Digga. Wow. Die haben wir von dem Stand dort hinten geholt. Die sind immer nämlich an der Straße, die Stände. Und da kann man dann halt immer Obst holen. Halt mal. Oh, so süß. Halt mal. Die sind für euch. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen, Tag 2 auf Mauritius. Wir sind gerade unterwegs in die Stadt und gestern habe ich nicht mehr so viel gevloggt, weil einfach nicht mehr viel anstand. Also wir waren am Flughafen, sind rausgekommen. Außer gestern Nacht. Es ist 1.15 Uhr und es ist eine dicke, fette, fliegende Kakerlake bei uns im Zimmer. Wir finden die aber gerade nicht mehr. Was? Oh, Junge! Die war so immer die Vogel. Ja, bock mich gar nicht, Junge. Ich denke, die so was knistert da so mein ja, Sachen. Digga. Komm, ich geh gucken. Da, oder? Mein Koffer! Daddy?
Daddy. Haben dann unsere Sachen weggebracht, waren bei meinem Onkel ein bisschen was gegessen und dann ging es auch schon nach Hause und wir haben uns ausgeruht. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, abonniert diesen Kanal. Abonniert den Kanal und macht die Glocke an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.